Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei uns und Corona-üblich treffen wir uns diesmal draußen. Daniel bringt zwei Postkisten vorbei, denn es geht darum, diese Bücher teilweise auf den Weg zu bringen. Tatsächlich, ja, beides angekommen. Patrick hat vorhin Bescheid gegeben, ist angekommen. Dann komme ich natürlich gerne mal vorbei und verbinde das Angenehme mit dem Nützlichen. Ihr könnt dann selber entscheiden, was angenehm und was nützlich ist. Genau. Ob es die Postkisten sind oder die neuen Produkte. Genau, das Winterwald, das kennt man ja eigentlich schon. Warum? Genau. Was ist daran neu? Zweite Auflage diesmal. Wir haben es ein bisschen bereinigt, würde ich mal sagen. Also ne, die kleinen Tippfehler und so, die drin sind. Und wir haben das Layout nochmal angepasst. Also wir mussten es jetzt nochmal nachdrucken. Und dann habe ich mich mit Stefan unterhalten, der Redakteur für das Ganze war. Und Stefan meinte, ach, wir könnten das auch mal ein bisschen ändern und wir könnten das Layout ein bisschen anpassen. Und dann haben wir die entsprechenden Gestaltungen angepasst auf den Rest der Reihe, die wir haben. Also man sieht ja, dass die Schriftgröße ist ein bisschen größer geworden diesmal. Wir haben ein paar andere Elemente benutzt, die auch alle in dem Vorbuch waren. Christina hat ja die Zeichnungen gemacht dafür, die sind alle noch erhalten. Also wer die alte Auflage hat und auch das PDF von der alten Auflage, der dürfte jetzt auch mittlerweile ein neues PDF haben zum Download, richtig? Genau, das PDF, das wird noch ersetzt, müssen wir noch ersetzen, aber genau, dann gibt's quasi als automatisches Update dafür bei der PDF-Version. Beim Buch können wir es leider nicht so einfach machen. Nee, leider nicht. Das wäre schön, ja. Aber so ist es leider. Aber ja, wie gesagt, inhaltlich hat sich nichts geändert, genau. Außer irgendwie mal ein Rechtschreibfehler. Und hier und da eine kleine Anpassung im Layout, aber inhaltlich genau. Nichts anderes. Ne? Immer noch ein gutes Erzählspiel, was ganz klassisch funktioniert mit einem Spielleiter und einem Szenario. Die Charaktere sind ja alle Bewohner des kleinen Dorfes in der Nähe des Winterwaldes. Und es gibt dann immer einen Grund, warum man in den Winterwald rein muss. Und es ist dort sehr gefährlich und sehr kalt. Also sehr schönes Horrorspiel mit sehr einfachen Regeln. Genau, Regeln kann man ja kurz sagen, sind wirklich sehr einfach. Man geht irgendwann, auch wenn wir was anderes draufschreiben, in den Winterwald rein und kriegt dann eben Kältemarker und würfelt damit einen sechsseitigen Würfel und muss einfach mehr würfeln, als man gerade Kältemarker hat. Genau, sonst ist die Probe misslungen, wenn man drunter würfelt, ja. Ja, das ist eigentlich schon. In dem Ding sind vier Abenteuer drin sofort und wir haben ja schon zwei Zusatzbände. Also sehr schön, ich freue mich, dass es angekommen ist und es ist gar nicht so dick geworden, wie ich dachte. Weil es ja ein bisschen dicker ist. Ja, aber ist ja auch die kleine Reihe. Durch die Layout-Anpassung, ja. Und dann haben wir ganz neu English Eerie. Das ist ein Solo-Rollenspiel von Scott Malthaus, der ja schon Quill geschrieben hat. Und das ist schon eine sehr schöne Angelegenheit. Wir haben das Ganze optisch ein bisschen angepasst an die kleine Reihe, wo wir natürlich auch das Format geändert haben. Und ja, das spielt in England. Meistens im 19. Jahrhundert und es versucht so Gespenstergeschichten einzufangen von Algernon Blackwood, Emma James und Arthur Machen. Und ja, das ist eigentlich sehr schön und man spielt es alleine. Genau. Und im Idealfall spielt man es ja über mehrere Spielabende. Also das heißt, du fängst irgendwie montags an und dann schreibst du mal ein kleines Tagebuch. Genau, das ist hier auch ein Beispiel drin. Ich fand auch sehr schön, vielleicht zeigst du das einmal kurz, wie sozusagen der Zufallsmechanismus mit den Karten dazukommt. Weil man zieht dann immer sozusagen eine Karte und daraus, je nachdem, was man gezogen hat, ergeben sich verschiedene Ereignisse, die man dann einbaut. Mhm. Damit man eben nicht einfach uninspiriert da sitzt und sich was überlegt, sondern wirklich auch eine Geschichte vorangetrieben wird. Und das heißt, da hat man was zu tun. Als PDF ja auch schon da. Genau, ist ja sogar schon länger da als PDF. Das wurde dann anschließend fertig gemacht und ja, es hat fünf Szenarien und ich bin eigentlich sehr angetan. Das ist ein schönes Ding. Ja. Finde ich gut. Ja, gut, du siehst ja auch immer zu. Dann ich sehe dir auch das erste Mal dann. Das muss man ja auch immer sagen. Ne? Also passt dann ganz gut. Weißt du, welches Spiel das jetzt ist? Wie viele aus der kleinen Reihe? Ich glaube, das 13. Oh, das wäre ja, wär ja sehr passend. Ja, aber es hat die Artikelnummer 14, weil wir schon die Mietlinge quasi im System das kann sein, eingegeben hatten, um zu kalkulieren. Haben die schon eine Bestellnummer, also die in die 14 gekriegt. Ja. Es ist auch nicht das 14. Spiel, weil Winterwald und so die Zusatzbände auch darunter fallen. Ja, nicht sehr schön. Einfach.
Sehr genau. Schön. Ja gut, dann sind wir damit soweit durch. Genau, vielleicht du machst genau. Bestellung jetzt fertig. Genau, wo es natürlich noch nicht klappt, ist, wenn irgendwie das mit Spire verschickt wird oder so. Da sind wir jetzt an den letzten Zügen, da hast du jetzt Spaß mit dem Index gerade. Ja. Und dann geht das da raus, aber die Leute, die das einzeln bestellt hatten und dann entsprechend Porto bezahlt hatten, da geht es dann Montag raus und dann eben ist es im Laufe der nächsten Woche bei euch. Alles klar, gut, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Genau. Bis tschüss. Dann, tschüss.